Alright guys, wir sind wieder back und heute, meine lieben Freunde, kommen wir zum Global Solo Leveling Arise Anfänger Guide. Ich erkläre euch heute alles, was ihr in dem Game wissen müsst, wen ihr im neuen Banner polen sollt und was ihr am besten vermeiden sollt. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem Banner, denn das wird einer der wichtigsten Punkte sein in dem ganzen Game. Welche Charakter werdet ihr polen, auf wen sollt ihr polen? Und hier ist so ein kleiner Guide, sehr, sehr wichtig für neue Spieler. Erstmal vorneweg, sollt ihr auf Silver Main Bike Yonho polen oder auf Chahein? Die Antwort ist ganz klar, Chahein, die ist ein besserer Charakter. Ich habe zum Beispiel Silver Main Bike Yonho auf 2 Dupes, also 2 Sterne, und seine Waffe auf paar Dupes. Und ich finde den relativ okay. Also der ist nicht schlecht, aber der ist auch nicht wirklich krass. Da ist Chahein auf jeden Fall besser und ich würde auf jeden Fall auf sie pullen. Nicht nur, weil die besser ist, sondern weil, wenn ihr auf die pullt, werdet ihr hier diese, ja, Scrolls bekommen oder ihr könnt hier auf jeden Fall würfeln. Und man bekommt pro 10er Pull 3 Würfel, was extrem krass ist. Aber natürlich, man kann hier noch Login, Clear, 5 Gates und Encore. Das sind einfach noch so mit dabei. Die kann man einmal am Tag machen, aber das kann man Unlimited machen. Also hier nochmal kleiner Nachtrag. Ich weiß nicht, ob das bei Bike auch so ist. Also wenn man auf ihn pullt, bekommt man dann auch die Tickets. Bin ich sicher. Könnte sein. Aber egal. Chahein ist eh besser. Also er pullt aber für die. Das heißt, das Beste, was ihr machen könnt, ist alles. Also außer ihr mögt Chahein nicht und wollt in einem anderen Banner pullen, also anderen Raider-Banner, würde ich alles in den Raider-Banner reinmachen. Eure Essence-Stones, eure Draw-Tickets, alles in Chaheins Banner. Ihr bekommt hier so viel Value, weil, check das out, mit einer Umdrehung bekommt ihr 3, mit zweiter Umdrehung bekommt ihr nochmal 3, dann bekommt ihr hier schon 9, dann habt ihr 12 und dann bei der fünften Umdrehung habt ihr ihre Waffe garantiert. Deswegen ist auch Chahein besser, weil ihr die Waffe hier ganz garantiert bekommen könnt und die Waffe von Bike bekommt ihr halt nicht, die müsst ihr ja wahrscheinlich craften, deswegen, wenn ihr da pullt, dann auf den Chahein Banner. Was richtig nice ist. Und danach, wenn ihr das schon alles gemacht habt und trotzdem weiterpult oder auch die Dailies und alles macht, könnt ihr 4 von diesen Sachen bekommen. Und das ist auch sehr, sehr wichtig für ihre Waffe. Denn wenn ihr auf Crafting geht und dann auf dieses Symbol hier, könnt ihr mit 100 von diesen Teilen ihre Waffe nochmal craften. Das heißt, ein Dupe nochmal für die Waffe und die Waffe wird stärker. Also ich würde ganz, ganz klar sagen, Chahein, also bekommt die Krone. Ihr sollt auf die summonen. Nicht nur ist sie besser, sondern ihr bekommt auch viel mehr Value, wenn ihr auf diesen Banner pullt. Aber es gibt noch nicht nur den Raid-Up-Banner, sondern auch den Custom-Banner, wo ihr ja eure Charakter selber aussuchen könnt. Und der letzte Raid-Up-Banner, also der Choi Jung-In, war in Early Access der Raid-Up-Typ. Und der ist einfach jetzt im normalen Banner. Ist ja schlecht für uns, also die jetzt im Early Access gespielt haben. Aber gut für die neuen Spieler, die ihn jetzt auch pullen können. Die hätten auch einfach machen können, dass der einen Rerun bekommt. Also der unobtainable sein wird. Also man kann ihn nicht bekommen mehr. Außer der bekommt noch einen Banner. Das finde ich gut, dass sie das jetzt so machen. Und jetzt kommen wir mal zu den Charakteren, die ihr auswählen sollt. Ich werde jetzt so eine kleine... Oh, ihr seht meine Maus gar nicht. So, jetzt... Ich werde euch mit dem Mauszeiger einfach mal hier drüber gehen und sagen, ob die gut oder schlecht sind. Ich habe bei ein paar Charaktern schon ein Showcase gemacht oder besser so ein Guide. Also falls ihr die Charakter habt und wissen wollt, wie man die am besten bildet, dann guckt euch die an. Dann würde ich sagen, fangen wir an. Seojiwo, extrem, extrem guter Charakter. Also ich kann gar nicht betonen, wie heftig die eigentlich ist. Dass sie im normalen Banner ist, ist einfach wirklich insane. Emma ist ähnlich wie Seojiwo. Die haben beide Break, die sind beide richtig gute Damage-Dealer, also beide haben sehr viel Value. Der einzige Unterschied, würde ich sagen, ist ihre Element, ich kann nicht reden, ihr Element. Emma ist, also hier, die hier, sie hat Feuer und Seojiwo hat Wasser. Dann, ich habe schon vergessen, wie die heißt, Lebora. Ich habe gehört, sie hat sehr guten Flächendamage. Ich finde die jetzt nicht so gut, also könnt ihr jetzt, ne... Ich würde sagen, lieber nicht summon. Auf gar keinen Fall, der ist nicht wirklich gut. Ein Heiler, der ist der einzige SSA-Heiler. Ich würde nicht auf ihn summon, aber ihr könnt es euren Augenmerk so vielleicht mal so auf ihn haben. Aber der lohnt sich nicht wirklich. Es gibt auf jeden Fall bessere Charakter. Auf gar keinen Fall, der Typ, Choi Jung-In, der beste Damage-Dealer, wahrscheinlich
Der zweitbeste jetzt, also in Early Access war der beste. Jetzt der zweitbeste Damage Dealer. Hinter Chahe wahrscheinlich. Sehr guter Charakter. Also, ich habe einen Guide für ihn hochgeladen. Und ich habe da erklärt, wie heftig der ist und wie man ihn richtig bilden soll. Gleiche geht für Lim. Lim habe ich auch einen Guide hochgeladen. Der ist sehr gut arranged. Der ist ein Breaker. Er macht guten Damage. Also sehr nice. Der ist relativ alright. Er ist gut für so für den Endcore-Dungeon für einen. Aber sonst ist er nicht so stark. Hier bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, bei dieser Waffe hier. Ich habe den nicht geused, ich habe den mir nicht wirklich angeschaut, deswegen würde ich das hier jetzt einfach mal so offen lassen. Würde ich vielleicht einen anderen Guide an oder so. Ich möchte hier nichts was Falsches sagen, ich möchte nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ich habe das nicht geused, ich habe die Waffe auch nicht, aber... Aber ja, machen wir weiter. Das ist wahrscheinlich die beste Waffe. Plumflower Sword. Ich habe ein Video zu dem gemacht, also das war gefühlt mein erstes Video oder mein zweites Video. Die Waffe ist so geil. Also die Waffe, allein auch vom Spielgefühl her, die Waffe macht so Spaß und die ist auch extrem heftig. Die Crit Rate, Crit Damage und die ist einfach insane. Die hier, also die Schrotflinten, sind relativ alright. Ich glaube, die wurden ein wenig genervt, aber ich bin mir nicht sicher. Aber die fühlen sich nicht mehr so krass an wie im Early Access. Ich würde sagen, auch nicht auf die Summon. Heule bin ich mir nicht sicher, würde ich auch nicht summon. Also ich habe nie was, nicht wirklich was Gutes davon gehört. Das ist eine wirklich interessante Waffe. Buch kann freezen für eine Sekunde und sogar Bosse freezen. Relativ interessant, ja. Also kann man auf jeden Fall machen. Dann dieses krasse Long Sword. Hat auf jeden Fall Lightning Counter, ist relativ gut. Ich würde es aber nicht auf ihn summon. So, jetzt kommen wir zu der Sense. Die Sense ist krass. Also die ist schon wirklich krass. An sich ist sie nicht wirklich krass. Ohne Dupes würde ich die nicht usen. Aber, ganz großes Aber, ihr werdet, wenn ihr die Story weiterspielt, bei ich glaube 9 und 11, also korrigiert mich da, bekommt ihr die for free. 2 Dupes, kostenlos. Und dann wird sie relativ gut. Ja, wenn ihr 2 Dupes habt, wird sie relativ nice. Und dann würde ich sagen, lohnt die sich auch zu spielen. Weil sagen wir mal, ihr pullt die einfach so, dann habt ihr schon 2 Dupes und boom, bekommt ihr so viel Value aus dieser Waffe. Und die Waffe macht eigentlich schon auch sehr guten Damage. Deswegen würde ich sagen, extrem, extrem gute Waffe. Ach ja, und falls ihr euch fragt, warum ich nicht über Sun Jinwoo in diesem Video rede, ich möchte ein separates Video zu Sun Jinwoo machen, weil der hat sehr viel, worüber man reden muss. Sehr, sehr viel. Das wird in dieses Video hier leider nicht passen. Deswegen haltet Ausschau auf das Video zu Sun Jinwoo. Wird auf jeden Fall sehr krass. Ja, was neu dazugekommen ist in der Story ist Reverse. Und das ist relativ interessant. Also die geben uns jetzt einfach gefühlt die Story nochmal in Reverse. Also ich glaube, es wird dann noch einen Hard-Modus geben. Und für uns ist, also jeder Story-Modus ist für uns ein W. Hier bekommen wir richtig viel. Sagen wir mal, auf einen bekommen wir, glaube ich, einen Story-Chat bekommen wir 4 von diesen Tickets. Dann bekommen wir nochmal 50 pro Story-Teil. Und dann noch hier bekommen wir Essence Stones pro Clear. Und das ist relativ heftig. Dann müssen wir es nochmal akkumulieren. Auf jeden von diesem Chapter hier. Also dann am Ende bekommt ihr richtig viele Essence Stones und Puls, wenn ihr das grindet. Also finde ich sehr nice. Ja, zu den Endcore Missions gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Das ist, da müsst ihr grinden für euer Gear. Die zwei linken sind nicht die besten für Gear. Ihr bekommt hier nur, ich sag mal, dieses Standard-Gear. Gear, was relativ alright ist, aber nicht wirklich heftig ist. Wie ihr seht, ihr bekommt hier nur 4 pro, ja, aber es sind 8, aber es sind 4 pro Rüstungsset bekommt ihr nur. Und hier bekommt ihr die Füße und Arme und die sind dann aufgeteilt in 2 Bossen. Hier bekommt ihr Helm und Brustpanzer. Und ihr bekommt nur 4 Pieces, also 4 von diesen Set-Pieces hier. Und hier, bei dem Cerberus und der Spinne, bekommt ihr 8 Rüstung, also genau 8 Rüstung. Wenn ich hier jetzt drauf gehe, bekommen wir hier ja insgesamt 16. 16 Legendaries kann ich hier bekommen, aber es sind ja dann 8 Rüstungsteile.
Falls ihr dann, also natürlich, ihr könnt dann hier die linken grinden, aber die rechten sind auf jeden Fall besser zu grinden. Falls ihr dann die rechten freischaltet, würde ich nur die rechten grinden. Wäre viel, viel besser. Genau das gleiche geht in den Instant Dungeon. Es ist relativ gleich, aber es gibt hier keine 4, sondern 2. Ich denke, die werden dann irgendein Update hier nochmal 2 hinzufügen für mehr ja, Accessories. Aber hier habt ihr dann nur 2. Ihr werdet das irgendwann später freischalten. Es ist einfach Gear Grinding. Ja, bei Battle of Trials bekommt ihr sehr, sehr gute Rewards. Bei jedem 5er Floor, also bei zum Beispiel 5, 10, 15 und so weiter, bekommt ihr 5 Tickets, was sehr heftig ist. Ihr bekommt hier, glaube ich, noch Gold, diese Zeituhren, was auch sehr wertvoll ist, und diese Blueprints. Ich werde nochmal gleich ein anderes Item zeigen, was sehr wertvoll ist. Vor allem für Free-to-Play-Spieler. Aber dieses Blueprint ist extrem wertvoll. Das müsst ihr auf jeden Fall spielen. Diesen Modus hier bekommt ihr noch Gold. Ja, Goldmangel. Ich glaube, in Global ist nicht mehr so krasse Goldmangel wie in Early Access. Aber ist immer noch ein Goldmangel da. Dann, wenn ihr bei den Shadows seid, müsst ihr ungefähr entscheiden an einem Punkt, welche Shadows ihr als erstes freischaltet. Es gibt hier 5 Shadows. Einmal Igris. Ich glaube, den schaltet ihr direkt frei. Dann haben wir, ich glaube, der hieß Iron, okay, nicht Iron. Der ist Tank. Und dann haben wir hier Blades. Wen von den drei, weil Igris bekommt man ja, und wen von den drei solltet ihr auswählen? Ich würde sagen Blades. Blades gibt All Team Members Attack Increase by 3%, was sehr nice ist. Aber es kommt natürlich darauf an, welche Charakter ihr spielt. Weil zum Beispiel Seojivo will HP haben. Und dann wäre, glaube ich, hier Iron perfekt. Iron gibt dir All Team Members Max HP Increases by 6%. Also, ich kann hier nicht pauschal sagen, wen ihr direkt nehmen sollt, weil es kommt drauf an, welche Charakter ihr spielt. Dann müsst ihr einfach euch einen auswählen. Zum Beispiel hier. Ich glaube, ihr werdet nicht wirklich einen spielen, der Defense hat, weil Tank hat Defense als Buff-Stat, sage ich mal. Ich glaube, es gibt nicht so viele gute Defense-Charakter, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ihr den überhaupt holen wollt. Ja, dann müsst ihr einfach schauen, wen ihr euch ja, aneignen möchtet. Gut, ich will jetzt nicht so viel zum Shop sagen. Ich würde. Es ist schwierig zu sagen. Also, wenn ihr das Spiel liebt, dann gebt Geld aus. Also, ich sage dann nichts. Aber das Spiel ist sehr heftig monetized. Und ich rate euch auch wirklich nicht, Geld für das Spiel auszugeben. Es ist hier jetzt auch kein PvP, also ihr verliert ja nichts, wenn ihr kein Geld ausgibt. Euer Progress wird einfach schneller. Und das war's. Es gibt kein PvP, es gibt kein Koop, es gibt kein gar nichts. Aber ich sag mal, wenn ihr Geld ausgeben möchtet, sage ich euch mal Sachen, die am meisten Sinn machen und Sachen, die ihr euch gar nicht holen sollt, weil die wirklich scheiße sind. Dann die zwei, die sind ganz alright. Da könnt ihr, ja, könnt ihr euch das holen. Dann bekommt ihr, glaube ich, 840 von diesen Diamonds. Dann geht ihr rüber in Special und dann Growth Support. Dann holt euch zweimal das hier und das sollte euch ein wenig Gold geben. Und von diesen Teilen hier ist relativ gut. Ich meine, ihr könnt das sowieso überall ausgeben. Es macht keinen riesigen Unterschied. Ich fand einfach nur, das ist relativ nice wegen dem Gold. Aber es macht keinen Unterschied, für was ihr es ausgibt. Aber wie gesagt, ich empfehle euch nicht wirklich für das Spiel auszugeben. Außer ihr liebt das Spiel. Dann finde ich es okay. Wenn ihr sowieso viel Zeit ins Spiel investiert, dann also finde ich das auch nicht so krass schlimm. Ja, dann zeige ich euch mal, welche Items sehr wertvoll sind. Und zwar sind das diese rote Karte und dieser blaue Blueprint, den ich euch gezeigt habe. Die rote Karte, also diese roten Karten, werdet ihr nicht oft bekommen. Ihr werdet nicht oft be diese Gelegenheit bekommen, die roten Karten zu bekommen. Und die braucht ihr, um die, ja, die Hunter Weapons zu machen. Und die Hunter Weapons sind die besten Weapons, die der Hunter haben kann. Zum Beispiel Seojiro wären das diese Handschuhe und die wird komplett geisteskrank OP mit diesem Handschuhen sein. Und deswegen ist Rerollen so wichtig. Ihr werdet am besten nur 2 Waffen leveln. Deswegen braucht ihr wirklich Rerollen. Ihr braucht 2 gute Waffen, auf die ihr wirklich drauf geht, weil ihr, ich sag mal, verschwendet dann
viele Blueprints, die sehr, sehr selten sind. Sehr, sehr selten. Und diese Blueprints braucht ihr, um eure Waffe zu erhöhen und den Damage zu steigern. Dann könnt ihr auch die Story schneller klären und alles. Deswegen, ihr müsst euch auf zwei Waffen festsetzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Außer ihr seid Pay-to-Play-Spieler und könnt jetzt einfach kaufen, aber ich gehe mal für den normalen Spieler, der Free-to-Play ist, oder halt sich da und hier mal so ein Pass holt, aber das war's dann auch. Das ist sehr, sehr selten und am besten setzt euch auf zwei Waffen fest. Ja, wie gesagt, ein Video zu Sung Jin-Woo wird kommen. Der ist sehr, sehr, sehr interessant. Ich weiß, viele haben verschiedene Builds, man kann viel mit ihm machen. Ich zeige euch einfach mein besten Bild dann in dem nächsten Video wahrscheinlich oder in den übernächsten. Ich weiß, den bin ich nicht sicher. Es wird auf jeden Fall eins kommen. Der ist sehr komplex. Ich habe richtig Bock. Dann würde ich sagen, war es das mit dem kleinen Anfänger-Guide. Ich hoffe, es hat euch geholfen und es ist gefallen. Teilt das gerne mit euren Freunden, die jetzt auch mit Solo-Leveling anfangen wollen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und tschüss.